Ja, hallo Leute, zu so später Stunde noch eine Verpackungs-E-Mail an den Generalstaatsanwalt von Inham. Und da läuft Philipp Glass, Versailles, Filmmusik, ja, kann ich nur empfehlen. Philipp Glass ist immer wunderbar, um nachzudenken. So, hier ist diese E-Mail und das ist jetzt nur die Verpackung, aber ich finde, die hat es in sich. Sie ist schon ein bisschen fresh, kann man sagen. Die ist schon sehr, ja, wenn ich eine Anzeige wegen Beleidigung bekomme, dann muss es so sein. Also, sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt in Hamm, Michael Schwarz. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Amt und stellen Sie sich bitte kurz vor, Sie erwachen aus einem Daueralbtraum nicht. Denn so fühlt sich der Beschuss eines Shanti-Sängers mit Machtmissbrauchssyndrom, mit erheblicher Selbstüberschätzung und durch zwei weitere traurige Ritter der Kokosnuss tatsächlich an. Ich setze alles daran, dass Sie sich nicht zum Münster-Innklüngel zählen, auch wenn ihre Thais, also die Verbindungen der Thais von diesen Leuten bis nach Hawaii reichen, habe ich mir sagen lassen. Dieser kriminelle Megabeschiss und die Vergewaltigung einer blinden Justitia muss sofort aufhören. Es ist mehr als kriminell, was sich der Shanti-Sänger Schambert in 13 Jahren Machtmissbrauch gegen mich tatsächlich zu Schulden kommen ließ. Andere sind wegen für weniger schlimme Delikte in hohem Bogen aus ihren Ämtern geflogen. Ich kann nichts für meine Abstammung, doch das will hier keiner hören. Die Staatsanwaltschaft Münster schuldet mir noch so viele Verfahren gegen kriminelle Falschaussagen produzierende Mobber, die mich tot wollten und obdachlos zu machen, haben Schambart und Konsorten schon geschafft. Kann ich bei Ihnen in Hamm jetzt eine zwingend notwendige Untersuchung anberaumen? Weil es wirklich nicht länger zu ertragen ist, was diese Dreierspitze in Münster gegen mich abzieht. Das Urteil vom 17.04.24 muss sofort kassiert und für null und nichtig erklärt werden, weil ich weder ein Abschlussplädoyer halten durfte, noch wurde mir eine Vorstellung am Anfang gewährt. Ich wurde von drei Justizbeamten wie ein Schwerverbrecher eingekesselt und dagegen protestiere ich hiermit aufs Schärfste. Schmeißen Sie diesen alten Mann, in Klammern Schambart, endlich raus. Er muss doch sowieso bald das Feld räumen und bevor er abgedankt hat, will er noch kurz einen Prozess mit mir machen, Herr Generalstaatsanwalt Schwarz. Die hassen mich und quälen mich, wo und wann sie können, diese Monster von der Justiz Münster. Ich bin ein Künstler und ich habe in den USA geschafft, was kein Zweiter geschafft hätte. Und hier werde ich in übelster Art und Weise beklaut und alle spielen fröhlich mit. Ich appelliere an Ihren Gerechtigkeitssinn. Bitte erklären Sie das Urteil vom 17.04.24 sofort für hinfällig, denn das Landgericht ist Dauerspielort des Theaters Münster. Wie sollen die verurteilen? Wir sind doch nicht beim Staatszirkus in China. Ich habe die Neutralität bezweifelt, angezweifelt und wurde einfach ignoriert von einem unterirdisch agierenden, mich anschreienden Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Daniel Stenner. Katharina Kostolmein ist eine Kriminelle, die sich mit meinem MeToo-Straftäter Günther Behlitz gemein gemacht hat und die von 500 Menschen aus Münster längst abgewählt wurde durch eine Petition auf change.org, die Machtmissbrauch als ihr cooles Hobby ansieht und die ein künstlerischer Totalausfall gemeinsam mit dem mich als schwuler Hitlerjude beleidigenden Vertreter Ramzi Al-Khaleesi war und ist. Die 45 Künstler in der Höhe von Corona rausschmiss, einen Monat vor Weihnachten wohlgemerkt. Was das mit Menschen tat, hören Sie hier. Da ist ein Link zu dem Video der einen Schauspielerin, die mir geemailt hat.
Schambart und Konsorten haben bereits versucht, mich als schizophren erklären zu lassen, aber das ging in die Hose, weil ich vom Gesundheitsamt Münster als komplett zurechnungsfähig und absolut normal befunden wurde. Es wird immer schlimmer und krimineller, was sich die drei Schambart, Wrobel und Frobe geleistet haben und leisten. Bitte helfen, bitte, bitte helfen Sie einem Justizopfer, der wegen seiner Großeltern noch ins Grab getrieben wird. Das ist kein Witz, Herr Schwarz. Bitte helfen Sie mir. Ich habe Angst vor der Ungerechtigkeit dieser Münsteraner Horrorjustiz, die die Gesetze komplett gegen mich verwendet und anwendet. Danke. Mit freundlichen Grüßen, Siegfried Schmidt-König alias Mark Bellinghaus. Bitte lesen Sie das Dankesschreiben unseres tüchtigen Innenminister Herbert Reul. Darauf bin ich besonders stolz. Er war als unser erster Ehrengast unserer Veranstaltung von Saturdays for Children in Münster im Jahr 2020 vorgesehen. Ganz wichtig, die Ablehnung eines Richters, der mich bereits offiziell obdachlos machte, per Gerichtsbeschluss, der die Presse linke Hand ja, Moment, sorry. Die Presse linke Hand des Unrechtslandgerichtspräsidenten spielt. Richter Barton, letzter Anhang, ganz wichtig, hat mir höchst selbst den Grund dafür geliefert, das Horrorurteil vom 17.04.24 aus nachweislichen Neutralitätsbedenken klar und deutlich abzulehnen. Wo kommen wir denn hin, wenn das Theater Münster in Schutz genommen wird gegen nachweislichen Diebstahl meines geistigen Eigentums? Unfassbar. So, und hier könnt ihr sehen, das sind alles meine Anhänge. Es ist unfassbar viel. Und das Allerwichtigste hier ist am Schluss, Defending Ukraine, die Ablehnung in langer Erklärung von diesem Barton. Das ist der Kerl, der hier der Pressesprecher in Münster am Landgericht ist. Der hat mich schon obdachlos gemacht mit diesem unfassbaren Georg Bischoff. Also es ist alles nachweislich, das ist komplette Formfehler, das strotzt vor Formfehler und Beschiss. Und das Urteil muss kassiert werden. Und dann bin ich freigesprochen. Danke, Leute, für euer Interesse. Danke.